Es ist 12. Die Glocki hat geschlagen. Zeit für Blocki. Also Glocki, Blocki. Ihr wisst, was ich meine. Schlechter Intro-Gag. Aber Leute, wichtig ist, was nach der Intro-Karte kommt. Hallo Freunde, willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und es wird mal wieder Zeit für ein Set aus dem Hause Blocki. Ja, mir fiel am Anfang jetzt nicht wirklich etwas Innovatives, Neues ein. Ich habe irgendwie im Landwirtschaftsbereich schon fast alles gemacht und auch den ein oder anderen Gag-File, den ich noch im Köcher habe, will man ja auch nicht vielleicht für so ein Spielset vergolden. Was blödsinnig ist, Freunde, mir fiel wirklich nichts anderes ein. Aber ich wollte euch dieses Set trotzdem zeigen, denn ich habe euch lange keinen Blocki vorgestellt und ich mag diese Blocki-Steine. Es sind lustige, tolle Kindersets und ja, daher reden wir heute über den Traktor mit Anhänger, das Blocki-Set KB0313. Richtig cool. Das ist noch über aus meiner Kooperation mit Blocki. Blocki hat mir ja mal so einen Karton geschickt mit vielen Sets, die ich euch zeigen oder vorstellen wollte. Und das ist das letzte. Die anderen hat entweder die Hedda euch vorgestellt. Ich mache hier oben mal so einen kleinen i auf die Playlist, auf ihre Videos. Oder ich hier und ein, zwei Sets habe ich auch verschenkt bzw. an andere Händler weitergegeben, damit die mal ein Gefühl bekommen für Blocki, denn die Steine sind richtig gut. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich finde, es sind wirklich lustige, schöne Spielsets und am coolsten sind immer diese kleinen, lustigen, bäuchligen, dicklichen Minifiguren, die irgendwie, ich kann mich mit denen identifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommt jetzt mit mir hier auf meinen Erntebautisch. Wir schauen uns hier den Traktor mit Anhänger oder für euch Schwaben den Schlepper mit Anhänger an. Ich freue mich. Ja, Freunde, da haben wir hier unseren Traktor oder Schlepper mit Anhänger. Und hier sieht man auch ein Anhänger, kein Auflieger. Das bringe ich ja immer wieder durcheinander. Altersempfehlung ab 6 Jahren und natürlich hier kompatibel mit anderen Klemmbausteinherstellern. Wir schauen uns den Karton von oben an. Hier oben sehen wir auch den lustigen Teiletrenner, dieses Krokodilchen, was uns auch ein bisschen den Ausschluss oder darauf schließen lässt, um welchen Klemmbausteinhersteller es hier originär, also um die Steine geht. Nämlich ist auch hier irgendwie Kogo mit am Werke, denn es sind K-Fengdi-Steine, GDS-Gobrik-Steine und ein bisschen Kobi ist auch drin, aber der Teiletrenner, das ist der gleiche wie bei Kogo. Wenn ihr mehr wisst, schreibt mir bitte einfach das unten in die Kommentare. Hier sehen wir die ganze Mai-Farm in diesem, Umfeld ist ja dieses Set angesiedelt. Da sehen wir alle Vertreter. Den Flieger habe ich euch schon vorgestellt. Den Mähdrescher oder Harvester findet ihr hinten bei mir im Regal. Das Pferd habe ich weitergeschenkt. Also ein richtig schönes, breites Bauernhofspektrum hier bei Blocki. Ja, da haben wir auch die Webseite. Hier unten auch bei Blocki das babylonische Sprachgewirr, was wir von überall erkennen. Und da sehen wir auch die Teileanzahl. Und auch nochmal der Hinweis, dass wir das auch mit anderen Klemmbausteinherstellern kombinieren können, ohne dass was passiert. Was ich bei Blocki immer ganz cool finde, sind diese kleinen Utensilien, die dabei sind. Die sind immer wirklich sehr schön. Also gerade in meiner Farmserie gab es hier so schöne Mais- oder Heusteinchen. Richtig nice. Und zu ist es immer hier mit so eigenen Aufklebern. Und die schneiden wir jetzt mal auf und gucken uns den Inhalt an. So, ach halt, muss auch die scharfe Seite sehen, nehmen, ne, Freunde? Ach, der Jörn. So. Ach, der Jörn hat keine Fingernägel, der Blockstar. Ist immer zu sehr. Es ist ja gerade wieder Fußball-EM und da ist man immer ein bisschen aufgeregt. So. Typisch für einen Hersteller, ja, der seine Steinchen in China zusammenstellen lässt, wahrscheinlich, ist so ein Innenkarton, der sehr hier feist hier drin hängt. Und da, tada! Da haben wir den Inhalt. Der erste Blick gebührt euch. Eine Tüte, zwei Tüten, Aufkleber, die gibt es ja immer bei Blocki. Die dritte Tüte. Hier haben wir wieder die Aufkleberanleitung. Die ist auch typisch Blocki. Ich finde halt schön, dass sie das so durchziehen, ihre Farbgestaltung. Man kann das total wiedererkennen, dass es hier Blocki ist. Also das sieht wirklich gut aus. Und natürlich die Anleitung, die bei Blocki auch, meine ich, immer klammergebunden ist.
und auch immer so das Farbthema wiedergibt. Man hat dann immer zwar ein, zwei grüne Seiten hier komplett, aber trotzdem weiß man, es handelt sich um ein Set, das mit der Natur zu tun hat. Oh, hier haben wir sogar eine weiße Seite, vielleicht für Notizen. Keine Ahnung. Ja, die Anleitungen sind aber sehr gut, auch sehr einfach gehalten. Sie haben so einen Misch aus vielen, nämlich farbentsättigt, farblich, wo aufgenoppt wird, und Pfeile, also so Kobi, Mega Constructs, China und Lego zusammen irgendwie, aber eigentlich sehr gut verständlich. Und ja, große Abbildungen. Hier oben sind wir die Steine. Und wir haben dann ja mit den Ankoppeln 34 Bauschritte. Ja, Freunde, dann packen wir gleich die Tüten auf und bauen. Ich kann euch gleich sagen, die Steine haben wirklich eine gute Qualität, das kennen wir. Gehen wir aber gleich im Review ein nach dem Speedbuild. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Und Freunde, wenn wir so einen kleinen süßen Schleppertrecker hier bauen, dann möchte ich euch ein paar Fakten über Traktoren erzählen. Basierend auf Zahlen von 2018 mit der Hilfe des Online-Portals agrarheute.com. 1,4 Millionen land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen gibt es in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. In Bayern sind mit 438.521 die meisten Traktoren zugelassen. In Mecklenburg-Vorpommern sind dagegen mit 1,1 Stück pro Quadratkilometer die wenigsten Traktoren, Schlepper oder Trecker zugelassen. 26.000 Euro kostet im Durchschnitt ein Standardtraktor mit ca. 175 PS im Jahr. 31% von diesen Kosten sind die Kosten für den Diesel. 69% der Gesamtkosten verursachen AFA, Zinskosten, Reparaturen und weiteres. Traktoren sind theoretisch auf 12 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden ausgelegt. Ungefähr im Durchschnitt fährt ein Traktor 450 Kilometer im Jahr. Ein durchschnittlicher Pkw dagegen 14.000 Kilometer. Über 33.000 neue Traktoren wurden 2017 in Deutschland zugelassen. Wie gesagt, ich habe ja Zahlen, die basieren auf dem Jahr 2018. Eine Betriebsstunde verursacht daher ca. 8,20 Euro Reparaturkosten. Ja, Freunde, das waren mal ein paar kleine, geschmeidige, schmackofatzige Fakten rund um Trecker, Schlepper oder Traktoren, je nachdem, wie ihr sie nennen möchtet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Review meines kleinen, schönen, feinen Blocky-Sets. Freunde, da ist sie eingefahren, unsere Ernte. Wir bringen sie nach Hause auf Hof Blockstar. Wir haben hier unseren Blocky-Trecker mit Anhänger. Und Freunde, es sind eine ganze Menge Steine übergeblieben hier. Boing, ich kipp's hier mal aus. Wir haben einen Kanister, wir haben eine Säge, wir haben ein sehr großes Beil, ein Hämmerchen, uns rote, ja, das sollen wahrscheinlich Kürbisse oder sowas sein, und noch eine Mohrrübe und dann so ein paar Steinchen hier noch, die man so an die Seite legen kann. Ich finde ja wirklich, dieses Set ist super süß. Ich mache es mal kurz ab hier. Der Trecker ist schön klein, bullig. Die Farbwahl lässt natürlich an John Deere erinnern. Wir haben hier sogar die Motorhaube, die wir aufmachen können, und haben hier so ein bisschen mit Hinges einen angedeuteten Motor. Wir können natürlich unseren Farmer hier, und da seht ihr schon, das sind so gute Steine, die klemmen so gut. Oh, Freunde, ich brauche ein bisschen Kraft. Oh, so, wir können ja auch unseren Farmer reinpacken. Also diese Blocky-Steine sind richtig gute Steine. Also diese Kombination der Hersteller, richtig, richtig gut. Also muss ich wirklich sagen, das ist jetzt ein Mythos. Es ist ja zwar ein polnischer Hersteller, aber wir wissen, hier kommen die Steine ja aus China. Ich habe es euch vorhin am Anfang gesagt. Aber trotzdem, hier bei Blocky sind das immer noch mal irgendwie, weiß nicht, die ganz guten Steine. Ihr kennt diesen Mythos mit denen, wenn man beim Gemüsehändler fragt im Supermarkt und sagt, ich hätte gerne die guten Kartoffeln, und er nach hinten geht und euch die guten holt. So ist das hier mit diesen China-Steinen irgendwie gefühlt. Also ich muss echt sagen, der gefällt mir richtig gut, vor allem die Front. Das sieht wirklich aus wie so ein kleiner älterer John Deere. Als ich noch auf dem Bauernhof gewohnt habe, hatten wir auch so einen älteren. Und er ist knuffig, er ist wirklich knuffig. Natürlich kein Vergleich zu denen vom Lego City, ne? Nur mal so als Vergleich. Aber ich glaube auch, der rechte hier vom Blocky, der ist halt wirklich mehr für Kiddies zum Spielen. Also die Alters,
Klasse ist hier wahrscheinlich eine andere. Trotzdem ist der knuffig. Ich packe den von Lego wieder zur Seite. Wir haben ja auch noch hier unseren kleinen, ja, modernen Leiterwagen. Wie nennt man so einen Anhänger? Ich weiß es nicht. Die Leute, die auf dem Land leben, wissen das vielleicht besser. Aber ich finde es cool hier mit so einem Hebel, als wenn man hier Gülle abpumpen könnte. Aber ist ja gar nicht. Und hier auch einen Schlauch dafür. Und hier hinten eine Klappe. Und ganz cool finde ich diesen, ja, alten Hinge, wie man es von früher kennt, wie ich es bei meinen M-Tron hatte und so weiter. Und ein User hier, ein Zuschauer, hat mir auch mal solche geschickt. Also richtig cool. Das erinnert mich an gute alte Zeiten. Und das ist wirklich bei diesen Blocky-Sets immer so, dass man diese Bautechniken irgendwoher kennt. Irgendwie fühlt man es sich wirklich an, als wenn man wieder Kind ist und sowas selber baut irgendwie. Also ich hätte es als Kind nicht so gut hinbekommen, aber irgendwie fühlt es sich so an. Es fühlt sich gut an, heimisch. Das ist subjektiv natürlich jetzt, aber es weckt eine schöne Erinnerung, muss ich echt sagen. Also, und ich glaube, Blocky ist auch ein günstiger Hersteller. Also, ja, mir gefällt es wirklich, wirklich gut. Und das ist nicht, das sage ich nicht, weil ich diese Sets zum Review bekommen habe. Mir gefällt es wirklich. Ich bin wirklich überzeugt von einigen dieser Blocky-Sets und ganz besonders von dieser My Farm-Serie. Bei diesen Constructions und von dem Militär von Blocky, da sage ich, oh graus, oh graus, oh graus. Aber My Farm und auch diese My Girls-Serie, die ist wirklich cool. Und auch die Feuerwehr und Polizei hat was. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine andere Altersklasse für jüngere Kinder, ne? Und nicht so zu vergleichen ganz mit Lego City, aber ja, vielleicht für einen kleinen Geldbeutel. Ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt nicht hier verheddern. Ihr merkt vielleicht einfach, ich feiere diesen kleinen Schlepper. Aber am meisten würde ich jetzt noch mit euch hier das zum Schluss euch zeigen, nämlich den Bauer, den ich am meisten feiere. Ich feiere diese Kobi, Quatsch, jetzt sage ich schon Kobi, weil es Polen ist. Es tut mir leid. Diese Blocky-Figuren, ich finde sie lustig. Sie haben so einen pummeligen Ansatz. Sie gucken immer so ein bisschen freundlich. Die haben so Möhrrübchen, die haben wir hier unten ja auch. Die sehen wirklich schön echt aus hinten mit dem Strung noch dran und dieser Cowboy-Hut. Also, ja, er könnte auch ein Pfadfinderleiter aus Nordamerika sein, aber trotzdem ein knuffiges Kerlchen. Und er darf gleich in seinen Schlepper und seine Ernte nach Hause bringen. So, Freunde, und wie gesagt, Stichwort nach Hause bringen. Ich bringe jetzt dieses Video nach Hause. Wir schauen uns gleich hier auf dem Bautisch nochmal in die Augen. Ja, Freunde, was soll ich euch noch viel sagen, außer Fazit, ein schönes, rudimentäres, landwirtschaftliches Schlepperchen mit Anhängerchen. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, für den Preis ist es ganz in Ordnung. Es ist halt, ich wiederhole mich, glaube ich, zum 12. Mal, eher was für eine jüngere Zielgruppe. Kein Vergleich, wie gesagt, zu dem City-Traktor, aber trotzdem hat auch dieser sicherlich seine Daseinsberechtigung. Und ich will mal schauen, ob ich nicht vielleicht beide kombinieren kann, denn das hat man ja oft so auf einem Bauernhof auch, dass man, ne, vielleicht noch den Schlepper vom Vater hat, sich sein eigen gekauft hat und vielleicht in der Scheune auch noch der vom Urgroßvater steht. So ein bisschen wie meine Fakten, die ich euch ja erzählt habe. Ja, Freunde, schreibt mir bitte auch nochmal in die Kommentare, was ihr von diesen Blocky-Sets haltet. Das ist immer ganz wichtig, dass ich ein bisschen Feedback bekomme. Ist es ja auch erstmal mein letztes. Ich habe keins mehr, aber vielleicht, ich halte immer so ein bisschen, ja, Ausschau und bald können wir ja hoffentlich auch wieder in die Spielwarengeschäfte und ich weiß, dass da Blocky auch steht und da werde ich mir auch noch mal das ein oder andere kaufen und euch sicherlich vorstellen. Ja, also ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt gesund, immer gute Ernte, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.